Hey Leute, ein echter Rennwagen in einer Hauseinfahrt. Das ist schon mal sehr cool. Aber dieser Porsche 911 RSR vereint zwei Leidenschaften, die groß und klein faszinieren. Motorsport und Lego-Technik. Das wirkt erstmal hier wie zwei verschiedene Welten, die aufeinanderprallen. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Liebe zur Funktionalität und zum Detail. Die Lego Group sponsert mittlerweile den Sim-Racing-Bereich und hier, ganz im Westen von Deutschland, in Gronau, in diesem Haus, lebt der Mac Backum. Und der ist professioneller Sim-Racer und fährt mit genau so einem Auto, mit einem Porsche 911 RSR für das Lego-Team. Wie das alles genau aussieht, das schauen wir uns heute an, bei Ein Tag als Profi-Sim-Racer. Manöver! Oh, so, jetzt blitzen! Nein! Oh, nein! Sim Racing, sportlich musst du sein, oder? Mal schauen, wie schnell der Mac hier an die Klingel kommt. Ich meine, auf der Rennstrecke muss er schnell sein, aber anscheinend braucht er an die Haustür ein kleines bisschen länger. Oh, da ist er. Na? Hi Felix. Hi. Willkommen auf die Commander Sim Sporthause. Ein sehr cooles Auto, was ihr da ja, das ist ein habt. Sehr cooles Auto. Das ist halb Lego Technik und halb eine Porsche RSR. Sehr, sehr cool. Ich habe auch ein kleines Gastgeschenk zumindest mit. Ich meine, du bist Sportler. Ich habe gehört, du kochst gerne. Ja. Deswegen hier ein Athletenkoch. Ah, das ist sehr schön. Dankeschön. Sollen wir nach die Küche gehen? Ja, gerne. Hier rein? Super. Ja, komm, willkommen. Und danke für das Buch. Das ist ein sehr schönes Buch. Sehr, sehr gerne. Aber sag mal, bist du auch so der Koch hier? Kochst du für die anderen Jungs? Ja, ich koche jeden Abend. So, ich bin dann die Chefkoch auf die Hause und die anderen Jungs, die helfen auch. Aber ihr seid ja eigentlich hier nicht nur zum Kochen und so weiter, sondern ihr seid ja professionelle Sim-Racer. Erzähl mal, was ist das denn überhaupt, Sim-Racing? Ja, das ist selber als eine Real Racer, allein tun wir das in einem Simulator. Die Jungs fahren am Nordschleife in einem GT3-Auto, dann tun wir das auch. Aber wir tun das in einem Simulator mit anderen Leuten online. Ja, das heißt, ihr macht eigentlich genau das gleiche wie ein echter Rennfahrer. Ihr habt auch Lenkrad, ihr habt Pedale. Ja. Nur, dass ihr nicht in Echtzeit, sondern dass der Bildschirm da vorne ist. Aber es geht um das Gleiche, um die schnellste Rundenzeit. Ja, ja, und wir haben alles. Wir haben das Lenkrad und wir haben das. Das ist sehr realistisch. So die G-Force, das hast du nicht. Aber die Pedalfeel kannst du sehr hart indrücken. Und das, ja, das ist wirklich Realität. Ja, und das ganze Zweikampfverhalten ist echt cool. Mit wie vielen Leuten seid ihr hier? Wie viele Simracer leben hier? Ja, wir sind hier mit 6 Leuten. Ja. Und wir haben dann 4 professionelle Simracers. Und wir haben dann 2 Jungs an Management. Ja. So von das Team. Ja, gehört alles dazu. Ja, fühl mich gerne mal ein bisschen rum. Kannst du mir gerne was zeigen hier? Ja, lass gehen in die Wohnzimmer. Das sind meine Teamkollegen. Das ist Dave. Das ist ein Langschläfer. Langschläfer? Ja. Das ist Josh. Hi. Und die nervt mich manchmal. Okay. Und ihr verbringt ja auch dann viel Zeit zusammen, dass ihr ein bisschen Fernsehen guckt zum Beispiel? Ja, wenn wir in die Abend freie Zeit haben, dann wir relaxen hier auch. Dann gucken wir nach Film oder nach alte Rennen, vielleicht, die wir gewonnen haben. Das macht das echt sehr schön. Wie ist das so, wenn man mit seinen Freunden zusammen unter einem Dach lebt, aber auch arbeitet zusammen? Ja, das sind meine Kollegen, aber es sind auch meine Freunde. Ja. So, ja, wir müssen auch Space haben zusammen und ja, wir müssen auch relaxen. Ja, sehr cool. Und nebenbei sammelt ihr einiges an Trophäen, sehe ich da. Ne? Also ihr habt ja richtig viele Pokale hier. Also der hier sticht mir auf jeden Fall direkt ins Auge. 24 Stunden von Le Mans. Ja. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 2020, ja, da gab es nur das virtuelle Rennen. Und da habt ihr einfach mal hier den ersten Platz geholt. Ja, das ist für die Team Trophy. Wir haben das gefahren mit 4 Autos und ein davon hat gewonnen. Und das ist dann für die Team Trophy. Aber wir sind allen, wir haben noch alles an mitgearbeitet. Wow, sehr coole Trophy hier auf jeden Fall. Der hier ist auch cool, was ist das? Ja, das ist von 2017 und das ist ein LAN-Event an den Nürburgring. Das heißt die GT500 und das ist eine 3-Stunden Race. Und man sieht aber auf jeden Fall auch, wenn ich das hier hängt nur so auf den Pokalen drauf. Ihr seid eine Jungs-Nägel, man merkt das, ja, nicht mal Nägel in der Wand, aber es sieht ja alles gut aus. Ja. Und was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Ja, ich mache Sport gerne, finde ich sehr schön, oder Fitness. Und wir haben hier auch einen Fitnessraum. Hier im Haus? Ja, in die Garage. So, wir können nach die Fitnessraum. Ja, gerne. Hier lang? Ja.
Nice, habt ihr ein ganzes Setup hier in der Garage einfach aufgebaut, ne? Ja, das haben wir selbst gebaut. Wir haben das gekauft und dann selbst gebaut. Ja. Was für Übungen machst du so? Klimmzüge? Ja, das sind Klimmzüge und dann kannst du klimmen. Ein paar kann ich auch, pass auf. Ah, du bist auch sehr stark. Ja, auch zum Motorsport gehört natürlich dazu. Ein bisschen was musst du können. Aber so Simracing, sportlich musst du sein, oder? Ja, ein bisschen. Das ist, wenn du eine Endurance Race hast und du musst 3 Stunden fahren, dann musst du an die 3 Stunden musst du auch Fokus haben und Energie. So, du musst auch dann sporten. Ja, es ist einfach, man muss. Ja, gut, das sind jetzt keine echt gewesen, aber das stimmt, ne? Auch für ein Simracing, du musst ja im Kopf klar sein und wenn du erschöpft bist, das ist sofort ein Problem. Ja, ne? Ja, dann kannst du crashen. Eben. Ja. Und alles wird live übertragen im Livestream. Sieht man danach aus, dass ihr das von hier aus steuert, oder? Ja, das ist für das, für das Stream und die Regie. Dann haben wir all die Monitoren, das haben wir und dann haben wir einen Fahrer am einen. Monitor. Und dann wird immer umgeschaltet, welche Perspektiven. Ne? Also Livestreaming ist ja ein ganz wichtiger Part natürlich auch vom Simracing, dass alles übertragen wird. Und was habt ihr da Cooles? Das sieht richtig gut aus hier. Das ist ein Modell. Ist das? Das kann man so nicht kaufen, oder? Nein, das kannst du nicht kaufen. Das ist ein spezielles Modell von Adult Friends von Lego. Und das ist gemacht von dem Verein Bricks am Meer. Ah, okay, sehr cool. Und dann, das ist ja so ein Vorteil von, wenn man ein Lego-Team ist, dann kriegt man auch solche Modelle hier. Habt ihr noch mehr von sowas? Ja, in meinem Team habe ich noch einen. Ah, cool. Willst du das sehen? Ja, klar, gerne. Lass mich gehen. Und hier sehe ich schon, das ist aber ein sehr großes Modell. Ist das irgendwie so ein Maßstab 1 zu 10 oder so? Das ist auch ein sehr spezielles Modell. Das ist gebaut durch Dietmar Bolsund von Bricks am Meer auch, die Verein. Und das hat 4500 Stück Lego-Stücken. Wie lange baut man das? Circa 80 Stunden. Aber dann hat man sehr auch länger. Ein sehr schönes Teil. Aber insgesamt, gutes Zimmer. Ja. Ist das auch so ein bisschen so der Mittelpunkt von deinem Leben? Das ist mein halbes Leben. Mein halbes Leben ist hier und mein anderes halbes Leben ist in die Purple Room, die Sim Room. Ein Purple Room? Ich dachte jetzt, du sagst, Hälfte vom Leben ist irgendwie mit der Freundin oder sowas. Nein. Meine Freundin ist easy going, so das ist kein Problem. Aber mein halbes Leben ist hier und da. So mein hele Leben ist am Gronau. Aber ist gut, da brauchen wir auf jeden Fall so Unterstützung. Weil wenn du Athlet bist, wenn du Sportler bist und so ja auch an der Weltspitze unterwegs bist und erfolgreich sein willst, dann musst du eben dein ganzes Leben auch ein bisschen danach ausrichten. Ja, das kann ich nicht ankommen. Das ist 24/7. Ja, so ist das. Aber auch cool, dass hier am Schreibtisch direkt als Hintergrund hast du dein Rennwagen. Ne? Mhm. Ich erkenne auch sofort, wo das ist. Nürburgring Nordschleife, Karussell. Ja. Richtig, ja. Bin ich vor ein paar Wochen noch selbst gefahren und dann eben hier im Lego Technik Design. Und genau das Gleiche steht dann hier so in echt praktisch daneben dir. Wenn ich sowas sehe hier, habe ich sofort Lust damit zu spielen. Oh ja, ich finde es auch sehr schön, um mit zu spielen. Das Realität, das Kombinieren mit Lego, das finde ich super schön. Und dass du realitätsgetreu ist, ne? Dass du sowas eine funktionierende Lenkung und sowas hast. Hast du schon als Kind mit Lego gespielt? Ja, super viel. Ja, wenn ich jünger war, so 7, 8 Jahre alt, das spiele ich den ganzen Tag mit Lego. Nice, das ist ein richtiger Kindheitstraum, dass du jetzt Athlet bist, von Lego gesponsert. Ja, das ist super toll. Das ist schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Und hat für dich noch eine Challenge vorbereitet. Oh, ja. Vielleicht willst du nach die Terrasse, da habe ich eine Challenge. Ja, sehr gerne, bin ich immer dabei. Wir gehen. Ja, seine Vorteile, so einen Riesengarten zu haben. Ne? Direkt noch eine Ecke, um einen eigenen Kurs aufzubauen. Was machen wir hier? Ja, wir haben hier 2 Top Gear Rallying Auto. Und das kannst du steuern mit der Lego Technik Control Plus App. Hiermit. Und das ist sehr easy steuern auf die Handy. Und das kannst du hiermit das Gas betreiben. Geben hier? Ja, und das ist Bremsen. Aha. Und das ist alles. Okay. Also, dann machen wir es so. Der mit den schwarzen Stein oben drauf, das ist deiner, schwarzes Shirt. Ja. Ich nehme den mit den weißen Stein oben drauf. Profi Simracer gegen Hobby YouTube Rennfahrer. 3, 2, 1, los! Aha, das war schon fast ein Frühstart. Ja. No. Oh nein! Nein, nein! Oh. No. In den Reinstechen! Oh, in die Kurve! Nein! Oh, das sind Track Limits. Der versucht mit den Track Limits, aber sagt ihn nicht zu. Oh, so sichert man sich die Führung nämlich. So, jetzt letzte, komm, nein, nein! Und jetzt ins Ziel! Hey! Nein! Oh, nein! Ah.
war ein sehr cooles Rennen, Mac. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber wir verraten euch noch nicht das Ergebnis, denn dazu gibt es ein Gewinnspiel. Ihr könnt tippen, wer von uns beiden gewonnen hat, und dann gibt es für euch folgende Gewinne. Ihr könnt nämlich zum Beispiel ein Sim-Racing-Training mit Mac gewinnen, hier im Haus, im Purple Room, oder auch ein Meet and Greet mit uns beiden zusammen. Und es gibt auch viele coole Lego-Technik-Produkte für euch. Also alle Infos dazu, der Link ist unten in der Beschreibung, einfach zu meinem Instagram-Profil, @felixladen. So, los geht's. Wir gehen nach die Purple Room. Jetzt gehen wir in den Purple Room, sehr gut. Und wie ist es für dich überhaupt, Lego Technik als Partner, als Sponsor zu haben? Ja, das ist wunderbar, dass Lego Technik die Zukunftspotenzial erkannt von E-Sport und Simsport. Ja, das finde ich wunderbar. Ja, das ist echt cool. Ja. Aber wo ist für dich die Verbindung so zwischen Lego Technik und Sim Racing? Weil Lego Technik ist Technik wie in Wirklichkeit. Und Simracen ist Rennen wie in Wirklichkeit. Ah, okay, das ist eine sehr coole Verbindung, das stimmt. Ja, und also, und wir müssen auch Precision haben am Simracen und am Lego Technik. Na gut. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das da vorne, das ist jetzt der Purple Room, so ein Gartenhaus praktisch. Ja, das ist, was mein Hubbeleben ist. Da, da bin ich 8-10 Stunden pro Tag. Ja. So, das ist mein Hubbeleben und ja, was geht, dann können wir zusammen. Können wir zusammen fahren? Sehr gerne. Hier drin verbirgt sich die Magic. Let's go inside. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, jetzt sehe ich, warum ich es Purple Room nenne. Ja. Alles lila hier auf jeden Fall. Sieht cool aus. Ich sehe auch deine Teamkollegen, ne? Die sind ja auch fleißig am Trainieren. Aber wie hat das Ganze für dich überhaupt angefangen? Wann hast du mit Sim Racing angefangen? Ja, das war 2013, so mit 19. Und ja, ich fahre an viele Arcade-Race-Spiele. Und dann habe ich iRacing gesagt und auch geguckt. Und dann ja, habe ich nicht mehr zurückgegeben. Also hatte ich direkt dann, also angefangen 2019 zum ersten Mal so eine richtige Simulation und seitdem jeden Tag fahren. Ja, jeden Tag. Jeden Tag für 8 Jahre lang. Krass, krass. Wie lange trainierst du hier, seitdem du jetzt Profi bist? Wie viel trainierst du am Tag? So 6-7 Uhr pro Tag. 6-7 Stunden pro Tag? Ja, Stunden, ja. Und dazu kommt wahrscheinlich noch Analyse drüben, Sport machen und so. Wieso hast du dich dafür entschieden, Simracer zu sein und nicht Motorsport auf echten Strecken zu fahren? Eine echte Saison am die Porsche Supercup ist vielleicht 1 Million, ja, und das ist dann vielleicht 5000. Ja, das ist leider so ein Motorsport, aber umso besser, dass man halt hier richtig, fast das Gleiche halt richtig fahren kann, ne? Und es geht ja um die gleichen Skills. Wollen wir vielleicht dann mal gegeneinander fahren? Ja, let's go. Ja, probieren wir mal, gucken, wie ich da mithalten kann. Ja. Alright, also Rennen gegen den Profi-Sim-Fahrer. 3 Runden machen wir, aber davor, hast du noch mal irgendwie Tipps für mich zum Fahren oder noch besser, Tipps für die Leute da draußen, wenn die Profi-Sim-Racer werden wollen? Was muss man machen? Wie schafft man das? Ja, du musst extrem viel trainieren oder du musst viel Talent haben. Kann man auch, wenn man jetzt noch nicht in so einem Team ist wie du, kann man dann irgendwie online entdeckt werden, wenn man in einer Liga da gut fährt und dann findet einen so ein Team und lädt einen ein? Ja, wenn du online fährst und du fährst gut, dann kannst du entdeckt werden, du größere Teams und dann vielleicht, wenn du ein Team joint, dann die nächste Fahrer. Und dann immer nächstgrößeres Team und so weiter. Ja. Dann irgendwann die großen Turniere, schon cool. Und dann kann man eben auch Preisgelder verdienen und so weiter. Ja. Ne? Dann geht das los. Jetzt geht's aber erstmal in unser Rennen. Vollgas. Ah. Ja, Vollgas, sagst du, das ist gar nicht so weit hier zu starten. Ich dachte, man lässt einfach die Kupplung vollkommen. Okay, erste Kurve rein, du bist Erster. Aber jetzt gucke ich mir mal deine Linie an. Jetzt gucke ich mal, wie du hier fährst. Und setz mich einfach rein in den Windschatten. Zweite Kurve. Oh. Ja, der Abschnitt hier ist sehr technisch. Oh, Reifen sind noch kalt, Untersteuer, merkst du? Aber jetzt bin ich im Windschatten hinter dir hier. Ja, das ist Glückswind. Nein, mit was für Manövern! Eine Dirty-Fahrer. Du oder ich? Du? Nein! Vater! Was ist das? Ich hab dir doch Platz gelassen, oder? Das war unerwartet. Okay, so, ich bin wieder hinter dir. Aber hier wird sich gar nichts geschenkt. Außenrum kann ich aber mehr beschleunigen. Habe ich vielleicht den besseren Exit. Bisschen Side-Draft hier nutzen. Ja, aber Vollgas. Ab jetzt Vollgas bis zur Ziellinie, ja? Ja. Jetzt zählt es. Die letzte Dreiviertelrunde. Oh, jetzt flasht er noch von hinten mit der Lichthupe. Da will er mir Druck machen. Aber vorbeikommen muss es halt erstmal. Über den Körper rüber, ganz nach außen. Und die nächste Kurve geht links. Also bleibe ich links. Du bremst später. Oh. Nein. Ja.
Okay, da sieht man auf jeden Fall den Profi, der die Nerven hier bewahrt hat. Ins Ziel auf der 1, absolut verdient. Packung hier. Fährt der Mac rein. Nummer 1. Ah, jetzt geht's los mit den Siegerdonuts hier. Warte mal, ich stell mich daneben. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein verdammt gutes Rennen hier. Komm, da können wir auch mal gemeinsam hier ein paar Kreise in den Asphalt reinbrennen. Zelebrierungsdonuts hier von beiden Seiten. Mac, das war ein richtig cooler Tag. Ich habe so viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich wünsche dir auch sehr viel Erfolg für deine weitere Karriere. Dankeschön. Das war ein mega spannender Tag mit den ganzen Einblicken in das Leben eines Profi-Sim-Racers. Also vielen Dank an Mac und an Lego Technik, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Nicht vergessen, wir haben noch ein Gewinnspiel. Einfach auf meinem Instagram vorbeischauen, @felixladen. Da könnt ihr coole Sachen gewinnen. Und ansonsten war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.